Hi meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Koch dich happy, die Kochsendung von der AMC. Heute gibt es ein Rezept-Remake und zwar ein russisches Gericht und zwar der Borsch. Also ist ein Gericht, das kenne ich aus meiner Kindheit. Ich bin mit 3 Jahren mit meiner Familie hier nach Deutschland gekommen und das gab es einfach unglaublich oft. Ja? Schmeckt aber nicht nur den Russen, das schmeckt eigentlich jedem. So, folgende AMC-Produkte brauchen wir für die Zubereitung. Einmal unsere Navigenio, den 4,5 Liter Topf und euren Seco Quick mit Audiotherm. Ihr könnt natürlich auch den großen 6,5 Liter Topf nehmen mit dem großen Schnellgardeckel. Ihr könnt es genauso zubereiten wie mit diesem Topf, bloß ich würde es auf normalen Herd machen. Unsere Navigenio hat nur einen 20er Heizkreis und es geht einfach schneller, wenn ihr einen 24er nimmt. Das Wasser kocht wesentlich schneller. Ja? Von den Lebensmitteln her brauchen wir eine große Rinderbeinscheibe. Dann habe ich hier Kapusta, also Weißkohl, eine große Zwiebel. 6 Kartoffeln habe ich hier, 3 Möhren, eine Paprika, 2x rote Beete, die ist schon vorgegart. Dann habe ich hier 1 Esslöffel Tomatenmark. Pure habe ich, also alternativ könnt ihr auch eine Gemüsebrühe nehmen oder eine Rinderbrühe. Dann haben wir Pepper Trio hier. 8 Kräuter kann man aus dem Supermarkt finden, ist in der Tiefkultur. 1 Löffel Schmand und ein bisschen Salz brauchen wir und unser Quickcut. Ja? So, wie legen wir los? Als allererstes fangen wir an zu schnippeln, denn das ist eigentlich die größte Arbeit bei diesem Gericht. Wir schnippeln uns alles vor und dann legen wir los. Das Ganze haben wir jetzt richtig schön gewürfelt und sind eigentlich auch so gut wie fertig. Und jetzt heizen wir uns einmal den Topf richtig auf. Und zwar schalte ich hier von Stufe 0 auf Stufe A, nehme mir den Pieper, drücke irgendwo drauf, damit er angeht und setze mir den hier oben aufs grüne Fenster beim Fleischsymbol. Drehe ihn einmal komplett rum und bleib oben beim Fleisch stehen. Die Navigenio fängt jetzt an blau zu blinken, verbindet sich und heizt uns den Topf so richtig schön auf. Warum machen wir das? Weil wir das Fleisch gleich richtig schön anbraten werden. Dadurch schließen sich die Fleischfasern und diesen Schaum, der so hoch kommt, gerne beim Borsch, also diese Perner, die habt ihr dann nicht, ja? Weil die Fasern sind zu, Eiweiß kann nicht nach oben kommen und so sieht es einfach besser nochmal aus und schmeckt auch besser nochmal. So, Zazhaka, also manche braten Butter, also braten Zwiebeln mit Butter zum Beispiel noch an und das werden wir heute nicht machen, das ist ein bisschen gesündere Variante. Probiert es ruhig einmal so, die ist sehr, sehr lecker, obwohl da keine Zazhaka ist. Ja? Meine Lieben, gleich ist er soweit, in der Zeit bereiten wir uns das Fleisch schon mal vor. So, noch ein kleiner Tipp für euch. Ich würde jetzt auch den Wasserkocher voll machen und den einmal anmachen. Ja? Weil nachher können wir dann das heiße Wasser in den Topf direkt geben und so spart ihr euch auf jeden Fall noch mal eine Menge Zeit.
So, da achtet ein bisschen drauf, dass ihr die Füllmenge beachtet. Also ihr solltet nicht höher befüllen als zur Oberkante von den Griffen. Und die Kräuter solltet ihr noch nicht dazugeben, den Schmand auch noch nicht dazugeben. Also hier die aus der Tiefkultur. Die sollten ganz zum Schluss erst rein. Jetzt nehmen wir nicht unsere normalen Decke, weil sonst würde die Rinderbeinscheibe so circa Stunde, Stunde, anderthalb brauchen, bis sie wirklich zart ist. Wir nehmen unseren Seco Quick, setzen den oben drauf, verschließen ihn einmal. Und lassen hier auf Stufe 6 angeschaltet. Nehmen den Pieper, drücken irgendwo drauf, damit er angeht und setzen den hier oben aufs Turbo-Symbol. Drehen den zweimal rum, bleiben oben beim Turbo stehen. Der wird das jetzt richtig aufkochen, das Ganze, ruft uns dann, sobald er beim Turbo ist. Wir lassen es dann nochmal ein bisschen nachziehen, dass er bis zum zweiten Turbofenster kommt. Dann machen wir aus, Strom braucht er dann nicht mehr und gart einfach ohne Strom weiter. Ja? Genau dasselbe könnt ihr auf dem Herd dann auch machen, bei diesem Fall. Da einfach nur ausmachen, sobald der Pieper piept, und zwar euren normalen Herd. Ja? So, wir räumen jetzt hier ein bisschen auf und gleich ruft er uns schon, dass er ohne Strom weiterkocht. So, der Pieper hat uns zum zweiten Mal gerufen. Wir können ausmachen. So, und wir stellen uns den Borsch jetzt einfach in den Servierdeckel, können es direkt auf dem Tisch eigentlich draufstellen und warten jetzt einfach, bis der Deckel von alleine aufgeht, also drucklos wird. Man hört dann so einen Klick und dann ist er auf. Ja? Das dauert aber ein paar Minuten. Ist das nicht einfach? Das waren vielleicht 10 Minuten Strom, ja? Zack, zack, Borsch fertig. So, wir richten jetzt zusammen an und dann probieren wir auch. Meine Lieben, zu dieser Jahreszeit ein Borsch, ein selbstgemachter, mega lecker, unbezahlbar. Wirklich so einfach zubereitet, also macht's auf jeden Fall nach. So, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, uns einen Daumen nach oben zu geben. Besucht uns unbedingt mal auf unserer Rezepte-Community, kochen-mit-amc.info. Da findet ihr auch dieses Gericht mit einer Step-für-Step-Anleitung, wie ihr das machen sollt, schriftlich. Das verlinken wir euch unten in der Infobox auch, da könnt ihr dann auch mal nachgucken, ja? Außerdem besucht uns unbedingt mal auf Instagram. Da seht ihr manchmal so einen Blick hinter die Kulissen, wie wir experimentieren oder Sachen vorbereiten. Und ganz neu ist unsere Gruppe auf Facebook, die heißt Koch dich happy, Rezepte zum Nachkochen. Wenn ihr ein tolles Gericht mal selber gezaubert habt, könnt ihr da gerne ein Bild posten, würde ich mich sehr, sehr freuen. Oder wenn ihr Sachen nachgekocht habt und begeistert seid, dann freue ich mich über jedes Bild. Da haben wir auch momentan ein Gewinnspiel am Laufen. Die Person, die dieses Gericht als erstes nachkocht und ein Foto postet, ja, so dass man die Person auch selber sieht oder mit dem Daumen im Bild, die kann eine Koch dich happy Schürze gewinnen. Denn diese Schürzen sind unbezahlbar, die kann man nicht kaufen. Also macht da mit und gewinnt eine Koch dich happy Schürze. Wir verlinken euch das unten aber auch nochmal in der Infobox. Ja? So, vergesst nicht uns zu abonnieren. Da klickt ihr einfach hier oben auf das Koch dich happy Symbol, dann verpasst ihr kein neues Video mehr von uns. Und wenn ihr so richtig Appetit bekommen habt und weiter stöbern wollt, dann könnt ihr hier einfach bei den anderen Videos gucken. Da haben wir auch nochmal tolle Gerichte. So, vergesst nicht, jeden Donnerstag um 18 Uhr neues Gericht und wir sehen uns nächsten Donnerstag. Ciao, ciao.